wie wir heute in der Geschichtswissenschaft den Holocaust einordnen, dort passt Justin Sonder nahtlos hinein. Er hat erlebt in Chemnitz die Zeit der Hetze gegen die Juden bis 1938, dann auch die Einengung des Lebensraumes der Juden bis 1942 und dann 1942 nach dieser berüchtigten Wannsee-Konferenz am 20. Januar 1942, wo diese Endlösung besprochen wurde, die Ermordung von 11 Millionen Juden in ganz Europa. Damit änderte sich natürlich die Strategie der Nazis schlagartig, was natürlich auch Auswirkungen auf das Leben von Justin Sonder hatte, denn er wurde dann unmittelbar danach verhaftet. Und am 2.3.1943 kam er in Auschwitz an, auf der berüchtigten Rampe zu seiner ersten Selektion. Von dem an diesem Tag, wo ich verhaftet worden bin, ich kam in Untersuchungshaft in Chemnitz. Also gab eine kleine Untersuchungshaftanstalt in der Hartmannstraße. Also dort kam ich rein in die Zelle und da waren mir dann drei oder vier. Ach so, ich sollte mein Gesamtvermögen, was ich habe, wurde beschlagnahmt. Mein Gesamtvermögen bestand aus sage und schreibe 30 Mark. Mehr hatte ich nicht. Und das wurde als sogenanntes kommunistisches Vermögen beschlagnahmt. Ich war nie Kommunist, ne? Also muss ich ganz ehrlich sein. Ja. Und dann kam ich nach Dresden, in Güterwagen, ein sehr ellenlanger Zug. Und dieser Zug fuhr nach Auschwitz, das habe ich aber nicht gewusst. Und plötzlich, wir sind Tag und Nacht gefahren, in den Waggon kam nur für die Notdurft ein Eimer rein und der lief natürlich, weil wir so vollgestopft an Leuten waren, in kürzester Zeit über. Das hat gestunken, es war dunkel, wir wussten nicht, wo wir hinfahren. Und dann hielt der Zug an und die Kommandos kamen durcheinander. Die einen riefen, alles aussteigen, Gepäck liegen lassen. Die anderen riefen, anstellen. Die Kinder suchten die Mama und schrien nach der Mama. Und die Frauen suchten ihre Männer. Es war ein völliges Durcheinander. Zwischen diesem ganzen Gewirr liefen SS-Leute mit Hunde. Und dann kam das Kommando, einzeln vortreten. Justin Sonder, 17 Jahre, Monteur. Hat die Hacken zusammengeknallt, wie das der SS gerne wollte. Und da hat gesagt, links raus. Er hat sich ein Jahr älter gemacht, er war 16, als er nach Auschwitz kam, hat es gesagt, er wäre 17 und er hat auch bei seinem Beruf gelogen, das hat ihn vielleicht das Leben gerettet, er hat gesagt, er wäre Monteur. Und als das nach einer Stunde erledigt war, die eine kleine Gruppe kam später ins Lager, die große Gruppe wurde noch in der gleichen Nacht durch ein Granulat der IG Farben Zyklon B getötet. Es wurden uns die ganzen, alles weggenommen, was wir hatten. Jede Hemd und Anzug, was wir eben hatten. Und wurden kahl geschoren, kam unter eine heiße Dusche und dann wurden wir nackt im KZ in einen Unterkunftsblock, das nannte sich Block 10, kam ich rein. Und am nächsten Morgen bekamen wir eine Häftlingsnummer. Jetzt habe ich hier mal ran, aber hier ist die ganze Nummer. Hat jeder bekommen. Das ist 105.027. Auschwitz war bei uns kein Thema und ich habe als Kind eines Tages gefragt, was hast denn du eigentlich hier für Nummer, wieso denn das? Und sagte, ja, die brauche ich, damit ich immer weiß, das ist die Nummer vom Weihnachtsmann, damit ich weiß, wo ich den anrufen kann, damit ich sagen kann, wie du dich verhältst. Und wir waren 550 Neuzugänge. Das war schon außergewöhnlich viel. Es waren ja zurückgestellte
Leute, die in der Rüstungsindustrie in Deutschland noch gearbeitet haben. Also die konnten arbeiten. Darunter gehörte ich ja auch. Und die wussten mit den 550, die zuerst überlebt haben, und 145, also Männer und 145 Frauen. Und dann sind wir rausgeführt worden ins Gelände. Und SS-Kordon hat uns begleitet. Und in diesem Moment lief ein Funktionshäftling vorbei. Er war besser angezogen als wir mit den Klamotten. Also hat Häftlingskleidung gehabt und rief von Weiden: Ist denn von den Neuen auch einer aus Chemnitz dabei? Das habe ich wohl gehört, aber ich hab gefroren. Wir haben keine Mäntel gehabt. Auschwitz liegt in Polen, es war Schnee und Eis. Und einer hat gesagt, wir müssen den Chemnitzer haben. Wo ist denn der Chemnitzer? Und da habe ich mich dann tatsächlich gemeldet. Und er ist hingekommen und hat gesagt, wie heißt denn du? Und da habe ich gesagt, ich konnte nicht anfangen mit dem Namen. Ja. Ist dir, frierst du? Ich sage, ja. Und da hat er sich ausgezogen und hat mir, er hatte schon eine Westover organisiert oder weiß ich was, den bekam ich. Also wenn man so will, war ich schon in den ersten Stunden privilegiert. Ich hatte was. Ich habe nicht so gefroren mehr wie die. Und er sagte zu mir, weißt du was, ich muss dir viel sagen. Komm heute Abend mal in Block 12. Ihr seid ja alle in Block 10 und ich bin in Block 12. Du brauchst bloß nach Max zu fragen. Und das interessierte mich. Abends bin ich in den Block 12 gegangen und habe gesagt, ich möchte zu Max. Und da hat einer gerufen, Max, du kriegst Besuch. Also Max hat mir gesagt, solange wir arbeiten können, haben wir eine Chance zum Überleben. Wenn wir nicht mehr arbeiten können, und da machte mich vertraut mit dem Wort Selektion, was ich ja gar nicht gewusst habe, dass es sowas gibt. Das hat ihm wahrscheinlich das Leben gerettet. Dieser Max Brudner hat ihn dann instruiert, was er bei allen Selektionen in der nächsten Zeit dann immer sagen darf oder sollte. Falsche Antwort und schon wurde man in die andere Richtung selektiert. Und das hat ihm eigentlich das Leben gerettet. Der Max hat ihm gesagt, er soll sich etwas älter machen und er soll auch einen Beruf angeben, der hier gebraucht wird. Also einen wichtigen Handwerkerberuf. Er fühlte sich immer schuldig. Er hat überlebt. Er hat sich hinter Leuten gestellt, die nannten die Muselmänner. Ne, das kennen Sie ja, wo die eben noch so schlecht aussahen. Und er hat sich ein bisschen Blut dran gemacht, und dass er gut aussieht. Und das hat er dann bis zum Schluss, hat er gesagt, ich habe das gemacht. Er hat insgesamt 16 Selektionen überlebt. Immer diese Aussortierung, ist er noch arbeitsfähig oder nicht, durch SS-Ärzte. Und natürlich dann ein prägendes Ereignis, was er bis kurz vor seinem Tod, da ist er wahrscheinlich nie richtig drüber hinweggekommen, die Ermordung, die Erhängung eines jungen 16-jährigen Griechen in Monowitz. Das hat ihn nie losgelassen, weil in Auschwitz war die Ermordung, das Erhängen von Jugendlichen und Kindern war tabu eigentlich. Aber an einem Tag wurde ein 16-jähriger Grieche erhängt mit der Begründung, weil er während eines Angriffs einen Mitkameraden eine Scheibe Brot gestohlen hat. Kurz bevor der Vater deportiert wurde, ist er zu einem Schuster gegangen in Schloss Cary. Und dieser Schuhmacher, Schuster sagt man eigentlich nicht, dieser Schuhmacher hat auf Verlangen des Vaters in den Absatz der Schuhe von Justin Geld eingearbeitet. Und das war für ihn ein großer Vorteil, als er nach Auschwitz kam. Er konnte mit diesem Geld was anfangen. Man konnte den Lagerwiderstand unterstützen. Und er hat das dann seinem Kapo gegeben, der auch ihn sofort unter seine Fittiche nahm. Und das Geld hat ihm geholfen. Also die waren noch ein Stück weit nicht blauäugig. Das hat ihn immer sehr bewegt, dass sein Vater da also so weitblickend war auch. Eine Selektion ging so los. Meistens in den frühen Morgenstunden hat ein SS-Mann niedriger Scharge
die Blocktüre aufgerissen und hat ein Wort reingeschrien. Selektion. Da wussten die Funktionshäftlinge und die älteren Häftlinge. Ältere Häftlinge in Auschwitz war man schon, wenn man 3 oder 4 Monate überlebt hat, da zählte man zu den älteren Häftlingen. So war die Rate des Todes. Und dann musste sich die ganze Belegschaft, also die Häftlinge, splitternackt ausziehen. Und da standen wir nur da. Kürzeste Wartezeit war für mich mal 30 Minuten. Das war außergewöhnlich. Und die längste Wartezeit 4 Stunden. Und dann stehen die Häftlinge rum und im Kopf geht der Gedanke vor sich, kommst du noch einmal davon? Kannst du weiter Arbeitssklave bleiben? Oder sind die nächsten 2 Stunden der Weg in den Tod? Also es ist fürchterlich. Im Nachhinein ist das auch schwer zu verstehen. Und wenn dann die SS kam, immer in Bekleidung eines SS-Arztes, dann begann in Abstand, mussten die Häftlinge vorbei defilieren. Wenn nur einer einen schleppenden Gang hatte, dein ganzer Habitus war das eines kranken, dahinsiechenden Menschen, dann hat der SS-Arzt wie im alten römischen Recht den Daumen nach unten gezeigt. Daumen nach unten heißt Tod. Daumen nach oben, du kannst weiter vorläufig Arbeitssklave bleiben. Und die Hoffnung war für jeden von uns, hoffentlich kommt der Daumen nach oben. Und dann haben wir immer gesehen, wenn da da sind die Leute abtransportiert worden zur Vergasung. Und nach 2 Stunden kamen die LKWs mit den abgeworfenen und abgelegten Kleidern wieder zurück. Also er hatte ja mal eine schwere Entzündung im Knie gehabt, da konnte nicht mehr arbeiten. Das wäre ein Todesurteil gewesen, er kam auch in den Krankenbau. Und im Krankenbau angekommen, gab es einen Arzt aus Frankfurt am Main, der hat ihn operieren lassen. Er hat es auch sehr beeindruckend geschildert, ohne Narkose, eine Knieoperation, die er dort über sich hat ergehen lassen müssen. Und es war klar, er kann auch die nächsten Tage nicht arbeiten. Aber es gab ja Selektionen im Lager und Justin hat ja über 17 Selektionen überlebt. Und dieser Arzt hat ihn von dieser Liste streichen lassen. Ne? Er ist zur SS und hat mit den SS-Ärzten dort diskutiert. Er hat gesagt, er läuft bald wieder, das ist alles okay, da haben wir heute erst operiert. Und das hat ihm auch viel Mut gemacht. Es gibt dann noch weitere Selektionen. Er wird dann in eine Baracke verlegt, wo schwer ansteckende Krankheiten sind. Und dort wird er gefragt, von einem bis dahin unbekannten Häftling, wird er gefragt, was machst du am Tag X? Und Tag X in der Lagersprache, es gab eine Lagersprache. Tag X war, wenn wir einen Aufstand wagen oder wenn du weißt, du wirst sterben müssen. Und da hat Justin gesagt, es ist gar keine Frage. Ich sterbe nicht, ohne mich zu wehren. Ne? Also nicht auf den Knien, sondern ich wehre mich. Er hat den Glaube an Gott verloren in Auschwitz. Viele Juden, die er gesehen hat, dort haben an Gott gebetet und appelliert. Aber trotzdem wurden diese zum größten Teil ermordet. Und er hat den Glaube an Gott verloren. Und hat mir gesagt, eigentlich hat ihm das Leben gerettet nur die, das klingt ein bisschen abgedroschen, die Solidarität innerhalb der Häftlinge. Die haben sich gegenseitig geholfen. Und das hat ihnen dann doch das Leben gerettet. Es gibt keinen Gott. Wenn es Gott gäbe, hätte er das nicht zugelassen, was ich gesehen habe. Es kann keinen Gott geben, so hat er es immer gesagt. Da hat er was auch hoffnungsvoll ist, ne? Er hat einen jungen Mann kennengelernt, also einen Kumpel, ne? Wie er sagt, ein bisschen älter als er. Und die haben schwere Arbeit gemacht. Der hieß Arthur. Und Arthur war auch ein jüdischer Junge, aus einer jüdischen Familie stammend. Aber der war frühzeitig politisch aktiv geworden, weil die Eltern Kommunisten waren. Und als Justin mal so sehr auch verzweifelt war, hat dieser Arthur ihm gesagt, pass auf, ich sag dir mal was. Es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Also man muss wissen, dass das K.
KZ Auschwitz im Januar aufgegeben wurde. Und wenig später wurde es dann von der Sowjetarmee auch übernommen. Und in dieser Zeit wurden dann die Häftlinge, die dort noch lebten, auf die sogenannten Todesmärsche geschickt. Und da war er dabei. Was er vermutlich nicht wusste, dass auch sein Vater noch dabei war. Die meisten Häftlinge, die noch gehen konnten, die noch laufen konnten, wurden auf die sogenannten Todesmärsche geschickt. Und Justin Sonder wurde am 18. Januar 1945 auf so einen Todesmarsch geschickt. Die Häftlinge wurden ja alle in Richtung Reichsgebiet deportiert. Und er musste bei 20 Grad Kälte, musste er mit seinen Kameraden erstmal von Auschwitz bis Gleiwitz ungefähr 80 Kilometer laufen. Und das mitten im Winter, Kälte, Hunger. Und er hat es trotzdem geschafft zu überleben. Das ist schon für mich erstaunlich gewesen, dass man noch die Kraft hat und auch den Willen hat, zu überleben. Sie haben auf diesem Todesmarsch dann zu Fuß für die SS-Bewachungsmaschinengewehr getragen, ja? Die Waffen. Von Sachsenhausen ging dann dieser Todesmarsch weiter. Die Rote Armee, die Front rückte immer näher. Und da wurden die Häftlinge dann Richtung Süden deportiert, nämlich in Richtung Flossenbürg in Oberfranken. Und von dort aus ging es weiter nach Dachau. Und im April dann, als dann das KZ Dachau von den Amerikanern befreit wurde, sind dann die Häftlinge zu Fuß, wollen wir uns mal vorstellen, zu Fuß zurückgelaufen nach Chemnitz. Ich war erst in den kleinen, befreit worden bin ich zwischen Cham und Rodingen, Bayern, in dem kleinen örtchen Dörflein Wetterfeld. Die Amis haben uns befreit, das ist filmreif. Was ich dort an dem Tag, das Dorf brannte, die Kühe sausten und die Pferde also im Dorf rum. Und überlebt haben den letzten Todesmarsch rund 40 Leute, mehr waren wir nicht. Und in dieser Scheune saßen mit uns zwei SS-Leute mit langen Waffen. Die haben uns noch bewacht in der Scheune. Und die Scheune war so alt und bei den Ritzen konnte man rausgucken. Und ich habe draußen einen Panzer gesehen und in Verkennung der Tatsachen, dass die Amis auch einen Stern auf ihrem Panzer hatten, nämlich einen weißen. Das wusste ich aber nicht. Hab ich gerufen, die Russen sind draußen. Und die SS-Leute haben gesagt, du spinnst, geh weg vom Fenster, von den Ritzen hier. Bleib hier, hier sind keine Russen. Ich sage, hier draußen sind Panzer mit einem Stern. Und dann hat ein SS-Mann seine letzte Rede gehalten. Die werde ich nie vergessen. Er begann: Kameraden, also bis jetzt waren wir nur Verbrecher, Mörder, Lumpen. Kameraden, wir haben die ganze Zeit zusammengehalten. Da wollen wir noch die letzten Minuten. Und das war das Signal für uns. Wir haben den SS-Leuten nichts gemacht. Über die SS-Leute hinausgerannt und haben nur ein Wort in allen Sprachen gerufen: Freiheit. Das Wort Freiheit. Und drüben haben die SS-Leute geschossen und dann die Amis geschossen. Ist niemand verletzt worden. Wie ein Wunder. Und wir haben den Amis alles Mögliche zugerufen. Jeder hatte ein paar englische Worte gebracht. Die Panzer rollten und die befreiten Häftlinge riefen: God save the King. Ja. How do you do? Was machst du? Und alles Mögliche. Aber jeder wollte diese einmalige Geschichte, du bist wieder frei. Wir konnten es nicht verstehen. Wir haben eine kleine Karte aufgesucht, 3 Meilen. Und nachts haben wir Licht gemacht und, die Amis waren ja draußen. Die haben gesagt, es ist Krieg. Die haben reingerufen, Englisch, mach Licht an, also Englisch. Und wir haben das noch nicht verstehen können, was das bedeutet. Du bist mit einmal frei. Und das war später, hat er immer gesagt, mein zweiter Geburtstag. Den hat er auch immer mit seiner Familie gefeiert. Neben seinem wirklichen Geburtstag war der 23. April immer sein zweiter Geburtstag. Wurde in Chemnitz dann immer gefeiert, im Shalom. Und
bis zu seinem 94. Geburtstag, am 95. dann. Am 8. Mai bin ich mit einem ehemaligen Junge, ein Häftling, und der war so alt wie ich, aus Breslau war der, den kannte ich noch von Auschwitz, haben wir den Weg nach Norden angetreten. Und bevor wir losgegangen sind, hat ein französischer Mithäftling mit dem schönen deutschen Namen Marx, ein Franzose, konnte relativ gut, wahrscheinlich die Vorfahren waren mal Deutsche, was weiß ich was, er konnte relativ gut Deutsch und hat zu mir gesagt, meinen Vornamen genannt, Chester, hat er gesagt, was willst du in dem Verbrecherland, die die Kinder und alles ermordet haben? Komm mit mir nach Paris, dort geht's dir gut. Und ich habe gesagt, wie hieß er mit dem Vornamen? Leon, nein, geh du nach Paris, ich gehe nach Norden, will meine Heimatstadt aufsuchen, ich will nach Chemnitz. Und dann haben wir uns umarmt, er hat geweint und dann bin ich nach Chemnitz gelaufen. Ja. Er ist mal von der Schülerin gefragt worden, viele Juden, die sind ja auch ausgewandert, und sagt er, kam für mich nicht in Frage, ich wollte in meine Heimatstadt. In vielen anderen Ländern, die Juden aufgenommen haben, waren sie trotzdem unerwünschte Personen. Selbst die Schweiz, Frankreich, USA, die haben sich dagegen gewehrt, die Aufnahme von Juden. Und Justin Sonder hat gesagt, ich will in meine Heimatstadt Chemnitz. Und auf dem Weg nach Chemnitz hat er einen Hof in einer Suppenküche der Amerikaner seinen Vater wieder getroffen. Wir sind dort rein, es war abgeschlossen, aber es hat ein Ober uns die Tür da aufgemacht. Was wollten ihr? Na, wir sollten ja hier gibt's Essen. Ja, aber nicht um 9. Um 11, ihr seid die Ersten, die von mir Essen kriegen. Und dann um 11 Uhr hat er aufgemacht und wir bekamen tatsächlich jeder eine Suppe. Und da haben sie so schnell, weil wir Hunger hatten, rein, dass er gesagt, ich bringe euch noch eine Suppe. Und während die zweite Suppe kam, sagte der Kumpel, der mit war, da drüben, dort sitzt einer, den musst du auch kennen. Der war auch in Auschwitz. Und ich habe den aber nicht erkannt. Und dann sagt er, der ließ auch nicht locker, wir tauschen mal die Plätze. Vielleicht siehst du von meiner Seite besser. Und ich gucke hin und schrei, mein Vater. Und das war natürlich was. Haben wir uns umarmt und alles hat geklatscht. Und dann sind wir alleine. Ich glaube, das war der 5. Juni. Ausgerechnet am Geburtstag meiner Mutter. Die ist aber nicht mehr so sehr gleich getötet worden. Und dann sind wir gelaufen von Bayern. Alles zu Fuß, zu Fuß, zu Fuß. Und immer in der Scheune irgendwo haben wir gesagt, dürfen wir hier übernachten. Ja, und der Bauer und hat uns auch Mittag was zu essen gegeben. Es gab immer das gleiche Gesellsch, das, was ich noch gar nicht gewusst habe. Und Klöße und Rotgard, also das war schön. Und niemand wollte Nazi gewesen sein. Und man hat noch den Abdruck gesehen, wo das Bild vom Führer gehangen hat. Nein, ich hab. Nein. Es ist schon irgendwas ganz Besonderes. Beide haben überlebt und beide finden sich dann dort wieder. Und sind dann zusammen nach Chemnitz zurück. Also das war schon wie eine Art Hollywood-Film. Viele haben dann unterwegs ja vor Hunger, vor Kälte, vor anderen Sachen noch sterben müssen. Ja, dann gab es auch manche, die wurden noch erschossen unterwegs. Also hat er wirklich ganz großes Glück gehabt. Ich war sehr traurig. Diese Stadt lag in Trümmer, wo ich so viel als Kind gespielt habe. Das Haus, wo wir gewohnt haben, die Lindenstraße, war total, es war gar nicht mehr. Also war alles kaputt, alles kaputt. Es fuhr keine Straßenbahn. Es gab nur stundenweise mal Licht und Strom. Und ich war total traurig, wie ich dieses Chemnitz vorgefunden habe. Der Krieg, der von Deutschland begonnen wurde, hat zurückgeschlagen und hat Deutschland oder auch meine Heimatstadt Chemnitz zu fürchterlich getroffen. Er wollte nach Hause.
Und wenn Sie das im Kontext der übrigen deutschen jüdischen Überlebenden sehen, ist er einer der ganz wenigen, der ganz impulsiv und dann noch mit seinem Vater, den er hier getroffen hat auf diesem Weg nach Hause, beide sagen, wir gehen nach Chemnitz. Und dieses dorthin gehen wollen, das war nicht nur die Frage, was trifft man wieder oder was findet man vor, sondern das war damals schon ein unglaubliches Gerechtigkeitsempfinden, das feststeckte und sagte, uns ist Unrecht geschehen und dieses Unrecht beseitigen wir jetzt. Und wir überlassen denen, die uns davongejagt haben, nicht das letzte Wort, nie und nimmer. Ich konnte nicht sprechen, aber was ich konnte, war, dass ich in den ersten Wochen nach dem Krieg mich hingesetzt habe. Arbeiten konnte ich nicht, weil alles kaputt war. Und habe 17 Schreibmaschinenseiten geschrieben im Original, meine Gedanken meines Lebens. Ich habe mal in das Warenhaus, Dietz heute, hat einen großen Saal mit ein paar hundert Plätzen. Und dann habe ich mich mal, das ist noch gar nicht lange her, vielleicht vor einem halben Jahr, habe ich mich dorthin gestellt und es war voll überfüllt. Nur Fragen beantwortet und auch von Fragen von mir aus gestellt und dann auch selber beantwortet. Und als das nach anderthalb Stunden zu Ende war, standen schon wieder welche da. Und zwei oder drei Wochen später haben wir den Saal noch mal gefüllt. Und wieder waren zu viele Leute da. Und heute weiß ich genau, ich könnte heute wieder darüber etwas sagen. Die Leute wollen das hören. Auch Kleinigkeiten, die sich im Lager abgespielt haben.